hierbei Update nämlich dazu, dass es um ein Register nämlich geht, worüber es jahrelang Diskussionen gegeben hat. Ja, jahrelang hat es darüber Diskussionen gegeben. Jetzt erst so richtig ist es ja wieder ins Gespräch gekommen nach dem Maskenskandal rund um CDU-CSU-Abgeordnete, auch aus dem Landtag und so weiter. Heute ist ja da im Übrigen auch ein CDU-Abgeordneter ausgetreten aus der Partei. Es geht ums Lobbyregister. Ja, das ist nämlich heute offiziell, das heißt nicht heute, sondern gestern vom Bundestag beschlossen worden. Die Opposition sagt, ist nicht genug, was man da gemacht hat. Aber dennoch wurde dafür abgestimmt. Die nötige Mehrheit gab es dafür. Gestern Abend wurde es verabschiedet, verpflichtet aber nun damit auch professionelle Interessensvertreter, nämlich sich öffentlich in ein, also sich öf in ein öffentlich einsehbares Register einzutragen, um dort auch dann auch, Angaben zu machen über ihre Auftraggeber. Also was sie machen, wer sie sind und was da passieren sollte, was sie überhaupt auch machen und wie viel Geld es dafür auch gibt. Dadurch soll auch in Zukunft nun erkennbarer sein, wer Einfluss auch auf politische Entscheidungen hat. Das klingt schon mal ziemlich interessant, natürlich klar, um auch zu wissen, gut, die Firma so und so hat dafür gesorgt, dass dieses Scheißgesetz halt natürlich durchkommt. So kann man das natürlich auch sagen. Andererseits kann man auch sagen, das Unternehmen ist cool, es setzt sich dafür ein, dass das und das kommt. CDU-Abgeordneter Patrick Schneider erklärte dazu, Interessensvertretungen seien nicht per se etwas Schlechtes, müsse aber transparent gemacht werden. Natürlich ist klar, dass viele ja auch schon so oder so halt auch wissen, viele Politiker arbeiten auch mit anderen Firmen zusammen oder man kann es auch auf Deutsch natürlich sagen, der hat seinen Hintern, der hat seinen Kopf ziemlich weit im Popis drin. So kann man das auch gerne sagen, aber jeder sein Bier. Die Lobbyisten, die ja nun im Bundestag oder bei der Bundesregierung nun die Interessen bestimmter Gruppen nämlich durchsetzen wollen, müssen sich nun mit dem neuen Register, so heißt es nämlich, wo ist mein Informationszettel, da ist er nämlich, müssen sich, so heißt es nämlich jetzt, im neuen Register nun Angaben nämlich reinsetzen, zum Beispiel zu ihrem Arbeit- oder Auftraggebern, also wer sie natürlich geschickt hat, wer ihr Auftraggeber halt ist, klar, das glaube ich viermal schon erklärt, und auch die Anzahl der Beschäftigten und den finanziellen Aufwendung für die Lobbyarbeit, also wie viel Kohle ungefähr fließt, so ungefähr. Und Treffen in Ministerien zum Beispiel sollen dann bis unter zur Ebene von Unterabteilungsleitern ebenfalls auch erfasst werden, heißt es nämlich. Und das Ganze wird vom Bundestag digital geführt, also nicht alter Papierkram, wie man es jetzt anscheinend mal gelernt hat, sondern entsprechend digital. Und ja, auch natürlich klar, wer sich nicht daran hält, wird bestraft. 50.000 Euro bis zu 50.000 Euro ist nämlich das Bußgeld nämlich mit drin. Die Opposition, wie gesagt, ist unzufrieden, sehen zu wenig drin. Sie hält nämlich von CDU, CSU und der SPD nämlich die ausgehandelten Regelungen auch nicht für ausreichend genug. Es muss mehr kommen, haben sie natürlich gesagt. Transparency International, eine Organisation, die sich ja auch dafür einsetzt, dass es transparent ist, sonst wird es ja da nicht drinstehen, beklagte ebenfalls über die großen Mängel. So heißt es, wir werden auch in Zukunft keine Transparenz über die konkrete Lobbyarbeit bekommen oder höchstens eine sehr dünne. Heißt also, es ändert sich so gesehen quasi nichts. So könnte man das halt von dem Deutschlandchef von Transparency International, Hartmut Bäumer, in der Augsburger Allgemeinen halt, der das Interview gegeben hat, nämlich sagen. Selbst die SPD, die ja in der Koalition drin sitzt und ja auch schon länger darum gepocht hat, hätte sich ja in dem gemeinsamen Gesetzesentwurf mit CDU, CSU ja weitgehendere Regelungen gewünscht. Und Matthias Bartke, der ja für die SPD dann auch diesen Kompromiss zwischen Union und SPD halt ausgehandelt hatte, nannte es im Bundestag einen erheblichen Wermutstropfen, dass die Union den, so heißt es, exekutiven Fußabdruck in Anführungsstrichen verhindert habe. Also dennoch innerhalb der Koalition eine Kritik daran, dass die Union es nicht haben wollte. Wie auf einmal, nachdem man ja auch weiß, dass sich ja diverse Bundestagsabgeordnete oder zumindest Landtagsabgeordnete in Bayern von CDU, CSU, vor allem CSU in Bayern halt, sich ja, sagen wir mal, sich die Taschen noch nebenbei verdienen, obwohl ja das ja eigentlich nicht so gestattet ist, heißt es ja. Dieses Instrument soll, wie gesagt, auch erkenntlich machen, wie Gesetzestexte konkret durch das Eingreifen von Lobbyisten verändert werden können. Also bei vielen Themen würde man das sich, glaube ich, oder ich glaube, bei allen Themen würde man sich das gerne wünschen.
Und für den Justiziar der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Michael Frieser von der CSU, wäre dies jedoch ein Irrsinn an bürokratischer Verwaltung. Also auch auf Deutsch gesagt, klingt es so danach, viel zu viel Arbeit, die man eigentlich gar nicht machen möchte. Klingt schon so ein bisschen danach. Nichtsdestotrotz, man kann davon halten, was man will. Es ist jetzt so eine Art Lobbyregister da.